up, meine Gamer-Freunde, Waschstudio wieder am Start und willkommen zu einem neuen Video. Und es ist jetzt ein Tag her, also gestern, kam mein Abonnenten-Special und ja, Freunde, dazu möchte ich ein bisschen was sagen. Erstmal, es hat ewig gedauert, weil ich hatte halt am Freitag von Samstag habe ich gar nicht geschlafen, habe die ganze Zeit versucht, mein GTA irgendwie zum Laufen zu bringen, weil ich extra für die Hook was in GTA aufnehmen wollte, aber im PC, damit ich da so einen Shader und bessere Qualität hinbekomme. Das hat alles nicht so ganz funktioniert, wie ich wollte. Dann musste ich leider das Ganze am Sonntag weiter bearbeiten und habe da dann angefangen zu rendern um 4, 5 rum. Dann hat das Ganze eine Stunde gedauert. Nach dieser Stunde habe ich gemerkt, dass irgendein Fehler drin war. Dann musste ich das Ganze nochmal rendern. Und dann war es endlich mal so weit, dass ich dieses Abonnenten-Special online schalten konnte. Und es war mal was komplett Neues, denn es war ein Song. Und jetzt haben ganz viele geschrieben, ich kann nicht rappen. Aber Freunde, das war mir vor diesem Rap schon bewusst. Ich weiß, dass ich nicht rappen kann, denn diese Roast Yourself Challenge, ich weiß ja gar nicht, ob ihr überhaupt wisst, was das ist. Man soll sich selber dissen. Und ihr dürft mich nicht vergleichen mit Bushido, Sidos, Quizavage, Echo, Kollega. Nein, ihr müsst mich auf die gleiche Schiene vergleichen wie zum Beispiel Unge, der das Ganze ja auch gemacht hat, oder zum Beispiel Mrs. Vlog. Wir drei haben das zum ersten Mal gemacht und unter diesen müsst ihr mich vergleichen und nicht, ihr seid heftigen Rap gewohnt, Freunde. Das war mein allererster Song, ich habe noch nie sowas in dieser Art gemacht. Und Rap ist ja sowieso, und ich weiß, dass ich keine sehr besondere Stimme habe, das weiß ich. Und es war einfach so meine To-Do-Liste, so 100.000 Abonnenten will ich einmal erreichen und eigenen Song schreiben, zack, erledigt. Es war für mich einfach eine richtig geile Erfahrung, mal ein Musikvideo selber zu drehen, zu bearbeiten, den Song selber komplett zu schreiben. Einer hat geschrieben, dass, die Reime sind gar nicht so. InScope macht so Haus-Maus-Rap und bei mir reimen sich einfach mal zwei Zeilen jedes einzelne Wort. Oder ich habe zum Beispiel einen Vergleich, deine Abos werden niemals wachsen wie eine Pflanze. Eine Pflanze wächst immer nach oben und meine Abos eben nicht. Und dann kam diese nächste Zeile mit Nachtschattengewächs. Nachtschattengewächs ist eine Pflanze, also für diese Zeile drüber. Und dann kam eigentlich der heftigste Satz überhaupt. Nicht einmal RTL macht goldene Platten mit deinem Geschwätz. Und das, diese drei Wörter haben sich einfach auf Nachtschattengewächs gereimt. Also, ich weiß nicht, ich habe 2 Wochen an diesem Text gesessen und ich finde den gar nicht so schlecht. Und es war ja so, dass ich mich dissen sollte. Und da habe ich halt eben das Klicklos mit reingenommen, eine Battlefield 3 Line, weil ich habe meinen Clan da damals einfach, ja nicht verlassen, aber im Stich gelassen. Und Freunde, das ist halt so. Und wenn ihr die anderen Roast Yourself Challenges mal anhört, dann werdet ihr denken, und wenn ihr danach dann zu meinem Video geht, okay, das ist ja gar nicht mal so schlecht, denn das Ganze ist sogar professionell abgemischt. Ich habe dafür richtig viel hingeblättert, also Kohle, Freunde, habe ich richtig Geld hingeblättert, dass es von einem abgemischt worden ist, der sogar eine goldene Platte hat, oder ich glaube sogar zwei. Also da habe ich mir wirklich wieder richtig viel Mühe gegeben. Und das seht ihr auch im Musikvideo, dass ich mir abnormal viel Mühe für diese ganze Sache gebe. Denn wer mich kennt, Freunde, ich lege sehr viel Wert auf Qualität und ich mache halt einfach die Videos, wo ich halt einfach Bock drauf habe. Also ihr werdet bei mir keinen Mainstream-Scheiß sehen oder so oder irgendwie auf die Trends vielleicht mal ein Video oder zwei Videos. Denn schau, die Roast Yourself Challenge, da ist der Trend auch schon längst vorbei. Und trotzdem mache ich es, weil ich halt einfach Spaß dran habe. Und für mich ist das YouTube. YouTube ist Leidenschaft. Denn ich habe einen Vollzeitjob. Ich arbeite ganz normal. Und YouTube ist einfach mein Hobby. Und ich verdiene wirklich nicht viel. Es ist zweistellig. Manche kriegen zweistellig Taschengeld. Das ist mein YouTube. YouTube-Einnahmen sind bei mir unter 2 Stellen. Also ich komme nicht einmal über 100 Euro, Freunde. Ich mache YouTube nur aus Leidenschaft und das solltet ihr auf jeden Fall nicht vergessen. Und darum habe ich dieses Abonnenten-Special gemacht, weil ich einfach so viel Spaß hatte. Bewertet auf jeden Fall, weil es hatte so viele Dislikes und das habe ich halt nicht so ganz verstanden, weil ihr solltet nicht meine Rap-Skills irgendwie bewerten, sondern das Gesamte, die Arbeit, den Text vielleicht, das Video. Ihr feiert Quizavage. Quizavage war am Anfang, hey, das ist für mich unfassbar geil
und das werde ich mir von irgendwelchen Leuten nicht kaputt machen, die eine Sekunde reingehört haben und dann schreiben scheiß Song oder so. Freunde, darüber stehe ich. Ich kann euch mal einen geilen Text zeigen von einem Zuschauer. Sehr motivierend, was er da geschrieben hat, und so ist es auch. Solange ich Leute hinter mir stehen habe, mache ich YouTube auf jeden Fall weiter, denn das ist für mich einfach Leidenschaft. Und ich hoffe, ihr habt auch Spaß, das Ganze zuzuschauen. Und ja, das war's eigentlich schon. Ich wollte euch das nur noch mal kurz sagen, dass das, ja, nicht Rap-Skills-mäßig hoch war. Das weiß ich einfach, weil ich auch gar kein Rapper werden will oder sonst irgendwas. Ich will auch keine Songs jetzt auf meinem Kanal bringen, denn ich bin Gaming und Gaming bleibe ich. Also, ich mache ja auch keine Vlogs oder sonst irgendwas. Also, das war's auf jeden Fall mal, Freunde. Was erhaltet ihr eigentlich davon, wenn ich mal so Reviews zu Headsets zum Beispiel mache? Denn ich kriege gerade ein Headset zugeschickt und dazu wollte ich ein richtig geiles Review machen. Da könnte ich so Weiß-Tech oder so machen, so von Technik und so, Tech-Weiß. Und ja, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Ich bin aber erstmal raus. Tschö mit dir, mein Studio.